Servus Leute und willkommen in der NubBase 2077 für ein weiteres ganz, ganz kleines Tutorial, was ich auch nicht wusste, was bei nie funktioniert hat. Wie ändere ich Farben? So, hier steht zwar immer, drücke irgendwas für Farben, in dem Fall ist es P, ja, wie Paula. Ihr ändert jetzt hier eine Farbe, die ihr irgendwie haben wollt, ja. Und seht dann schon, hier unten ändert sich die Farbe, da ändert sich die Farbe. Und da könnt ihr also jetzt machen, was ihr wollt an Farbe. Wichtig ist jetzt, ihr müsst einmal OK drücken und dann habt ihr die Farbe aktiv. So, und jetzt könnt ihr mit der mittleren Maustaste quasi hier überall dran drücken. Also ich drücke immer die mittlere Maustaste und dann wird das Ganze grün. Ja, wenn man Shift drückt, wird eine relativ große Fläche grün. Bei Control wären so ein paar Blöcke drüber, also wenn ihr die haltet, ja. Shift wird also relativ viel grün und Control nur ein bisschen. So, jetzt ist die ganze Base grün oder die halbe Base grün. Na, schön, habe ich gut gemacht. Funktioniert aber wirklich easy, aber man muss es halt wissen. Farbe aussuchen, dann einmal auf OK und dann einen Block in die Hand nehmen quasi und dann mittlere Maustaste drücken mit STRG. Kriegt ihr damit so ein paar Blöcke herum und mit Shift macht ihr im Nuke, Komma nichts die halbe Base wieder grau oder pink oder was auch immer ihr möchtet. So, das war ganz kurz ein Tutorial hinsichtlich, wie geht das mit den Farben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute! So, nochmal ein epischer Intro-Trailer. Watch Dogs. Hab noch nicht kapiert, warum der Film, warum das Spiel Watch Dogs heißt. Nein, noch nicht gecheckt nach einer Stunde Gameplay. Oh oh. Hallo Maurice.